So und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und diesmal zum Review der, man soll es richtig halten, BenQ Screenbar Lite. Dieses ist ein relativ neues Produkt von BenQ. Wer das Video zur Screenbar, das originale Video gesehen hat, der kann sich jetzt vorstellen, was das sein könnte, was ich hier in meiner Hand halte und was nicht. Auf jeden Fall kann man vorweg sagen, es macht auch Licht, es ist ziemlich mobil und es versteckt sich relativ viel hinter dem kleinen Gerät, wenn man das mal wissen will. Wenn man sich das ganze Ding einfach mal anschaut, dann hat man im Endeffekt einfach eine Verpackung, wo dann BenQ Screenbar Lite draufsteht mit einem Symbol drauf. So, wenn man das Ganze jetzt auspackt, da kriegt man hier ein schönes Hardcase oder auch Transportbox, wie man es nennen will, mit der man eigentlich alles machen kann und die auch relativ gut und ziemlich stabil verarbeitet. Und das ist auch einer der Vorteile bei dieser Box. Die könnt ihr überall mit hinnehmen. Ihr könnt die einfach mal runterfallen lassen. Der Lampe passiert nichts, sie ist da drinnen gut aufgehoben. Mir ist es schon zweimal passiert. Bislang ist noch nichts Schlimmes passiert. Also außer eine kleine Macke an der Ecke, aber das war's. Also sie überlebt viel. Im Endeffekt ist in der Verpackung einfach nur die Lampe verpackt und ein kleiner Zettel. Da steht nichts raus außer benqscreenbar.com. Links und rechts jeweils Schaumstoffeinlagen für die Halterung für die Lampe und oben auf der Oberseite auch noch zwei Gummipads links und rechts, damit die Lampe auch nicht während des Transports irgendwie beschädigt oder irgendwo kaputt gemacht wird. Dann wie gewohnt auf der Oberseite der Sensor. Der Lieblingsfaktor, heller, dunkler, beziehungsweise auch warm oder kalt Licht. Die Einstellung für Licht oder Temperatur, je nachdem was ihr haben wollt. Die Lichtautomatik mit dem Sensor und Ein- und Aus sowie Screenbar Light. Genau, auf der Unterseite das Glas, sonst innen drin wie gewohnt die Lichter. Und auf der Rückseite ein Aluminium gebrushtes Finish für die Klemme. Diese Klemme nützt euch oder ist dafür da, eure Sachen am Laptop zu befestigen. Und das hat auch einen Vorteil, es hat hier eine Aussparung innen drin, mit der man beispielsweise die Kamera, das Mikrofon oder was auch immer an der Position des Laptops ist, ausspart. Das heißt also, ihr könnt ganz genüsslich eure Kamera weiter nutzen, habt aber Arbeitslicht, um einfach dort eure Sachen zu machen, ob nachts im Bett oder unterwegs im Auto oder wo ihr auch immer seid, könnt ihr dieses Ganze einfach so nutzen, wie ihr das haben wollt. Ihr müsst nirgendwo drauf Rücksicht nehmen, ihr habt Licht. Und auch einer der Vorteile ist, ihr habt das einfach per USB an eurem Laptop dran. Jeder Laptop hat irgendwie einen USB-A-Anschluss. Ob 3, ob 2, ob 1, ist völlig egal. Und damit wird das ganze Ding einfach gepowert. Das einfach zu dem Thema, weil mehr muss man an sich darüber nicht wissen, außer dass es über USB getauscht oder geladen wird und das Kabel fest ist. Das heißt also, ihr müsst da nicht irgendwie darauf achten, dass das irgendwie hier eine Sollbruchstelle oder sowas hat oder nicht. Ihr könnt das Kabel aber auch nicht abnehmen. Das kann man vorweg sagen. Also wenn, müsst ihr die Halterung hin abschrauben, um dann dieses Kabel auch entsprechend zu lösen oder zu tauschen. Genau, das Kabel ist mit einer Aussparung in der Klemme fixiert. Das heißt, die kann euch auch einfach nicht wegrutschen. Das ist immer so, dass wenn ihr die Lampe ein bisschen bewegt, ich hoffe, das sieht man jetzt irgendwie, dann bewegt sich das Kabel innen drin mit, entsprechend halt der Position, wie es habt. Ihr könnt das Kabel noch länger machen oder noch kürzer, indem ihr es hoch oder runter zieht. Aber in der Regel reicht das aus, wie die Lampe kommt. Und damit könnt ihr dann den kompletten Einschlagswinkel machen, ob nach unten oder oben. Das ist völlig euch überlassen, da könnt ihr euch frei entscheiden, wie ihr es haben wollt. Genau, das zu dem Thema. Das heißt also, die Box kann auch wieder beiseite und dann hat man das. Fällt alles irgendwie runter. Genau, um einfach den Test zu machen. Ihr seht das Notebook, ihr wisst, wie das ist. Hey, jetzt meldet er sich an. Genau, der einfache Teil ist, ihr steckt das Ding einfach auf, löst vorher das Kabel, also das ist die Klemme, Kamera ausgespart, USB-Anschluss dran, das war's und dann noch einschalten. Also wer sagt, einfacher geht's nicht, es geht nicht einfacher.
Das ist das Einfachste, was man irgendwie macht oder schaffen kann. Alleine mit dem Gerät, so wie es ist. Ihr müsst halt einfach nur ausrichten, das Arbeitslicht, wie ihr es haben wollt. Ihr seht es auf dem Winkel. Ihr könnt es natürlich hochmachen, dass es euch blendet. Das ist nicht der Sinn. Ihr könnt es aber so einstellen, wie ihr das haben wollt. Also ich habe es meistens immer auf der hellsten Helligkeitsstufe. Ihr könnt das jetzt hier runterdimmen. So wie man es haben will. Also das ist... Genau, das ist die niedrigste Einstellung. Für euch wirkt das immer noch so, als wenn die viel Licht macht. Es ist ein angenehm leichtes Licht. Es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, hey, das ist wieder viel zu viel oder ich wecke damit irgendwie mein Partner oder störe damit jemanden auf der Autofahrt oder sowas. Dem ist nicht so. Also ist es ganz einfach gehalten. Ihr könnt es nutzen, wie ihr es wollt. Ich habe da jetzt schon einige Erfahrungen mitgemacht über die letzten Monate. Ich habe das Produkt, welches mir über BenQ bereitgestellt wurde, so am Rande, schon 4 Mal unterwegs mitgehabt. Man kann es überall super aufbauen, es ist halt einfach portabel. Ihr nehmt halt einfach das Ding, schließt es an und mehr ist es halt nicht. Also ihr braucht ja jetzt nicht irgendwie noch ein Netzteil oder sowas haben. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie im Büro oder im Hotel oder im Auto irgendwo noch irgendwie eine Zusatzsteckdose oder Lampe, die ihr braucht oder sowas. Ihr schließt es einfach an, nutzt es. Und das ist einer der großen Vorteile, die diese Lampe überhaupt bietet. Ihr könnt damit einfach arbeiten, ohne irgendwie Probleme zu haben, die nicht auch nutzen zu können. Und da muss ich sagen, BenQ, ihr habt es wieder gerissen. Ich fand ja, eure alte Screen war schon geil. Die neue BenQ Screen war light. Finde ich für das Portable echt mega geil, weil viele Notebooks, wie dieses ältere Notebook, haben beispielsweise keine beleuchtete Tastatur, um beispielsweise abends, nachts oder im Bett zu sehen, wo welche Taste ist. Einfach geil gelöst. Gut, dieses gut gelöst hat auch seinen Preis. Aktuell, wenn ich mich nicht täusche, geht die für knapp 100 Euro, also 99 Euro, auf Amazon, Link in der Beschreibung, wie immer. Und die alten Monitore oder Laptops haben halt ja auch einen dickeren Rand. Da habt ihr auch meistens ja das Problem gehabt, oder hat man das Problem bei normalen oder Bücherlampen, dass sie so einen schmalen Griff noch haben. Bei der Screenbar, man kann es noch mal zeigen, wenn man die abmacht und einfach mal so hält. Na, fix hier. So, da seht ihr, ihr habt eine ganze Menge an Breite. Wenn ich jetzt einfach mal hier so einen Finger dran halte, oder dahinter, da passt ein ganzer Finger zwischen. Und je nachdem, wie die Klemme eingestellt ist, passt das auch. Ne? Und das ist, finde ich, einer der großen Vorteile im Vergleich zu anderen Produkten, die diesen ähnlich sein könnten. Aber es übertrifft halt nichts. Das Fazit ist relativ klar, es ist ein teurer Spaß für viel Arbeitsfähigkeit bzw. für mobile Sachen. Leute, die jetzt das vielleicht ein- oder zweimal im Gebrauch haben, die das nur privat nutzen, für die mag es okay sein. Für Leute, die aber beispielsweise öfter unterwegs sind, Dienstreisen oder einfach viel auch mit ihrem Notebook so machen, ohne dass sie jetzt Leute stören wollen oder einfach nur ihre Ruhe haben wollen beim Arbeiten, für die wäre das oder ist das ein Produkt, wo man sagt, das brauchen wir. Das war ja auch schon bei der normalen Screenbar. Für Privatpersonen, die viel am Rechner sitzen oder auch Leute, die im Büro viel am Rechner zu tun haben, ist das echt das Produkt, was man sich wünscht. Weil es nimmt halt keinen Platz weg. Du brauchst halt wenig Utensilien. Also im Endeffekt brauchst du nur einen Steckplatz dafür und einen USB-Anschluss. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst kein großes, klobiges Netzteil. Du brauchst keine Steckdose oder sowas. Du hast eigentlich alles immer bei dir. Dein Laptop hat genügend Akku. Und das war's. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr Fragen oder sowas in den Kommentaren lasst, beantworte ich die gerne. Alternativ schaut einfach bei BenQ auf der Seite vorbei oder auf der BenQ Screenbar Seite. Da findet ihr mehr Informationen dazu. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.